Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News, die Themen heute. Die WWE ändert einiges am Writing-Team, außerdem wird es wieder einen Draft geben und der All-Elite-Titel war verschwunden. Was war da genau los? Alle Infos hier. Wegen dem Hurricane, der gerade an der Ostküste von Amerika vorbeischrammt, musste man jetzt im Performance Center einige Tryouts verschieben. Es gab nämlich ein Referee-Tryout, wo man halt neue Refs gesucht hat und das musste jetzt erstmal abgesagt werden. Unter den gesuchten Tryout-Teilnehmer war zum Beispiel auch ehemalige Impact Knockout Scarlett Bordeaux, die halt jetzt auch nicht teilnehmen kann. Leo Rush hat auf YouTube jetzt eins seiner Songs veröffentlicht, dazu natürlich auch ein Musikvideo gemacht und es ist gar nicht so scheiße, auf jeden Fall besser als 99% der deutschen Charts. Ich verlinke euch das Video mal gerne in der Videobeschreibung, checkt das mal aus und wie findet ihr das so? Ist das so euer Musikding? Schreibt es mir unten rein. Dann geht ja jetzt eine ganze Menge in der WWE, da wir ja Raw, SmackDown, NXT jetzt als drei separate Brands haben und da gab es jetzt einige Änderungen im Writing-Team. So ist nämlich der Headwriter aus SmackDown ausgestiegen und wurde durch den Headwriter von Raw ersetzt. Dann ist der Headwriter von 205 Live zu Raw gegangen, da der sowieso schon mit Paul Heyman viel zusammengearbeitet hat. Und von 205 Live ist ein neuer nachgerückt. Gleichzeitig sucht man für NXT aber weitere Writer, da man ja jetzt auf 2 Stunden NXT geht und damit natürlich ein bisschen mehr Material braucht. Dann gibt es Infos darüber, wie die Weekly Shows von All Elite rund um Scripts aufgebaut werden sollen. Denn wie berichtet wurde, gibt es keine wirklichen Writer, wie es jetzt bei der WWE der Fall ist. Es soll aber trotzdem in den Weekly Segmente geben, Backstage Interviews, Promos und so weiter. Die sollen aber mehr von den Wrestlern kommen. Generell gibt es dann natürlich auch Ideen, die dann halt rausgehauen werden, aber was da genau gesagt wird oder wie, wird nicht, wie in der WWE, Wort für Wort geskriptet, sondern das liegt an den Workern. All Elite legt hier also sehr viel Vertrauen in die Leistung der Wrestler und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ob sie aber auf lange Sicht mit diesem Ding fahren können, wird man sehen, weil die WWE sich ja auch irgendwann dazu entschlossen hat, alles durchzuskripten. Und das muss ja einen Grund haben. Am 11. und am 14. Oktober wird es wieder zwei große Draft-Shows geben. Damit verbunden natürlich auch die Tatsache, dass es ja dann keine Wildcard-Rule mehr gibt, sondern dass es feste Teams im Rider-Team, im Wrestler-Team natürlich auch und im Kommentatoren-Team gibt, die dann nicht hin und her wechseln, sondern die fest für die Shows eingeplant sind. Gerade wenn SmackDown dann im Oktober ja zu Fox wechselt und auf Freitag wechselt, dann muss halt ein bisschen was Neues passieren und gerade hier hat man sich dann dazu entschlossen, wirklich feste Teams zu bestehen. Es wird dann natürlich auch wieder NXT-Call-Ups geben, obwohl man damit ja eigentlich ein bisschen vorsichtig sein soll, weil ja nun mal NXT jetzt der eigene dritte Brand wird, der auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und ja auch genau die gleiche Sendezeit wie SmackDown. Also von daher dürfte man eigentlich aus NXT gar nicht so viele Leute rausziehen. Cesaro hat jetzt bekannt gegeben, dass seine Zahnspange entfernt wurde. Seit No Mercy 2017 hatte er sich verletzt, hat sich ja die beiden Schneidezähne in sein Gehirn quasi gerammt, indem er nach einem Katapult auf den Ringpfosten gelandet ist. Und seitdem trägt er ja eine Zahnspange und die ist jetzt weg. Er kann also jetzt wieder anständig alles machen und wieder in den Apfel beißen, ohne Risiko. Dann waren Luke Gallows und Karl Anderson in einem Podcast und haben darüber gesprochen, wie ihre Zeit war, als sie unzufrieden mit der WWE waren. Die Zeit war ja sogar erst vor kurzem und eigentlich wollten sie auch unbedingt die WWE verlassen. Sie haben gesagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt sogar nicht mal mit AJ Styles gereist sind, weil sie nicht wollten, dass er jedes Mal runtergezogen wird durch ihre schlechte Laune. Sie hatten also wirklich die ganze Zeit in ihren Autofahrten nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit zu wettern, wie scheiße alles ist, dass sie so kacke bzw. gar nicht eingesetzt wurden und dass sie auf jeden Fall die WWE verlassen wollen. Und das ist ja denn alles nicht passiert, weil man ja dann The OC wieder zusammengesetzt hat, alles ein bisschen besser für sie lief und sie ja dann auch ihren Vertrag verlängert haben.
Sin Cara ist ja einer der Leute, die schon seit Ewigkeiten nicht wirklich eingesetzt werden, obwohl Tour 5 Live theoretisch dafür sehr gut sich anbieten würde. Trotzdem setzt man ihn nicht ein, obwohl er jetzt für den 27. September bei einer Hausshow in El Paso, Texas sein Comeback feiern wird. Ob man aber dann ihn auch wieder in die TV-Shows bringt, das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall erstmal in den Hausshows wird er jetzt wieder eingesetzt. Dann noch eine interessante Sache rund um Ring of Honor Wrestler Marty Scurll, denn sein Vertrag läuft diesen November noch aus. Und da Marty Scurll ja eigentlich Teil von The Elite war, kann man davon ausgehen, dass er wohl nicht bei Ring of Honor seinen Vertrag verlängern wird und denn er zu All Elite gehen wird. Der Vertrag vom aktuellen Ring of Honor World Champion Matt Taven läuft übrigens im September aus, also auch hier ist das sehr interessant, wie man da weitergehen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auf jeden Fall den Vertrag verlängern wird und bei Ring of Honor bleibt. Marty Scurll, denke ich aber nicht, dass sie den halten können. Dann noch ein kleines Update zu Katie Catanzaro. Da habe ich ja schon berichtet, dass sie eigentlich wegen einer Verletzung das Pro Wrestling verlassen möchte. Und auch Anfragen bei der WWE haben ergeben, dass sie nicht wirklich diese Story verneinen können. Also das ist wohl im Raum, nur Casey selbst hat sich wohl noch nicht zu 100% dazu geäußert, ob sie das jetzt nun machen möchte oder nicht. Also es scheint wohl wahr zu sein, dass die Überlegung auf jeden Fall im Raum steht, aber sie muss halt letztendlich wirklich sagen, okay, ich mach das jetzt, und daran scheitert es momentan. Chad Gable hat noch in einem Interview darüber gesprochen, wie es momentan für ihn läuft oder wie es auch nach seinem Wechsel zu Raw mit ihm lief und wie cool es ist, dass er jetzt auf einmal anständig eingesetzt wurde. Er sagte nämlich zum Beispiel auch, dass er nach seinem Wechsel zu SmackDown sofort zu Vince McMahon gerannt ist, hat ihm auf seinem eigenen Laptop Promos gezeigt, die er selbst gedreht hat, und Ideen unterbreitet, was man mit ihm alles machen kann. Und letztendlich wurde ja jetzt diese ganze Idee rund um das King of the Ring zu ihm gebracht. War ja dann auch mal kurz bei Tour 5 Live zu sehen. Damit war das schon mal eine gute Sache für ihn. Ob das jetzt allerdings damit miteinander zu tun hat, weiß man nicht. Ob die Sachen, die jetzt kamen, auch teilweise von ihm gepitcht wurden, weiß man nicht. Trotzdem hat er auf jeden Fall sofort versucht, ist sofort zu Vince McMahon gegangen und meinte sofort, ich will arbeiten, ich will wirklich für dich hier anständig eingesetzt werden und zeigen, was ich hier alles drauf habe. Und er hat halt wirklich seine Bereitschaft sehr gut gezeigt. Und dass er denn jetzt hier eingesetzt wird und das auch recht gut, mag vielleicht auch daran liegen, dass er hier diese ganze Bereitschaft zeigte. So, und dann kommen wir zum Vorfall, von dem wahrscheinlich schon einige gehört haben. Und zwar war der All Elite Championship, den Chris Jericho bei All Out gewonnen hat, verschwunden. Dieser wurde nämlich aus dem Auto von Chris Jericho geklaut und war dann weg. Was natürlich einen Tag nach dem All Elite Event eine riesen News ist, wo du schon denkst, was ist denn jetzt los? Auf jeden Fall habe ich schon eher angenommen, dass das möglicherweise eine Storyline sein könnte. Denn das wäre schon irgendwie cool, das über eine Storyline aufzubauen und denn ein mysteriöser Typ mit diesem Titel bei der ersten All Elite Show auf TNT dann auftaucht. Das wäre schon irgendwie eine coole Story, war es aber nicht. Er wurde wirklich geklaut. Dieser Titel ist nahezu 30.000 US-Dollar wert und der wurde geklaut. Riesensache natürlich gerade auch für die Polizei und letztendlich kamen dann aber einige Twitter-Bilder von der Polizei, die den Titel gefunden haben, beziehungsweise gab es jemanden, der den Koffer gefunden hat, der lag wohl am Straßenrand und hat den Koffer dann zur Polizei gebracht. Und da war dann halt der All Elite Titel drin und die Polizei hat ein bisschen rumgepostet mit dem Titel und sowas, haben den dann online gepostet und Jericho hat ihn mittlerweile natürlich auch wieder und das war natürlich erstmal eine übelste Schreckensnachricht, aber zum Glück lief das alles gut und ich weiß auch nicht, ob dem Finder überhaupt bewusst war, was er da in den Händen hält, aber gut, zum Glück ist das alles gut ausgegangen. Ja, Freunde, dann war es erstmal mit dem News-Update für heute. Letzte Woche habe ich von Montag bis Sonntag jeden Tag ein Video hochgeladen. Darunter natürlich sehr viele News. Falls ihr also irgendwas davon vergessen habt, checkt meinen YouTube-Kanal aus. Klickt euch da mal wirklich rein, nicht, dass irgendwie was untergegangen ist, weil bei so vielen Videos, die ich halt rausgehauen habe, muss man halt ein bisschen aufpassen. So ein paar Dinge habe ich noch. Also von mir aus können wir noch ein bisschen weitermachen mit viel mehr Videos. Kein Problem.
Aber ja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch erstmal für die Kanalmitglieder die Reviews. Ganz normal, wie wir das kennen. Raw, SmackDown, NXT, NXT UK und 205 Live Reviews. Jede Woche exklusiv für die Kanalmitglieder. Vielen Dank für die Supporter. Die sollten jetzt auch immer hier jedes Mal unten eingeblendet werden. Und ja, dann wünsche ich euch noch was. Macht nicht mehr so dolle. Danke für euren Support, Freunde. Wir sehen uns heute Abend im Spider-Man-Livestream. Also kommt da vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.